Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA Vice City. Wir haben zuletzt hier aufgehört. Wir haben heute Freitag, den 2. Oktober, 21 Uhr. Ja, ist schon relativ spät. Wird keine allzu lange Aufnahme. Ja, ich habe eine E-Mail bekommen. Meine Bestellung ist unterwegs. Also mein Game, das ich bestellt habe. Ja, komm, dann nehmt gleich mal ein Auto. Mass Effect Andromeda. Ja. Ja, ich freue mich schon drauf und ich hoffe, dass ich vorher schon GTA Vice City noch durchbekomme. Ja, weil ich dann erstmal für eine Weile nicht aufnehmen werde. Für euch wird das keinen Einfluss nehmen. Ich habe ein riesiges Puffer. Ja. Ich denke mal so 2 Wochen, 3 Wochen vielleicht werde ich wahrscheinlich nicht aufnehmen. Vielleicht werde ich parallel das nächste Projekt schon ein bisschen anfangen. Metal Gear müsste, glaube ich, wieder auf dem Plan stehen. Metal Gear Solid 3. Also was dann 15 Uhr kommt, mal schauen. Ja, ich freue mich schon übelst auf das Spiel. Also, ja. Das ist ganz komisch. Ich bin in letzter Zeit überhaupt gar nicht mal so gehypt. So, auch so auf neue Spiele, die rauskommen. Mein letzter Hype war Death Stranding und davor halt Metal Gear Solid 5. Ja, so ein Kojima-Spiel, ich bin da sowieso ein riesiger Fan von. ja. The Last of Us war ich anfangs eigentlich auch gar nicht gehypt. Ich habe mir dann aber also gut, kurz vorher ganz spontan dann gekauft im Laden und dann war ich dann schon gehypt. Also für einen kurzen Zeitraum. Ja, also von dem Moment, wo ich mal beschlossen habe, das doch gleich zu holen, anstatt auf die PS5 zu warten. Ja, aber auch auf die PS5 bin ich jetzt nicht gehypt. Ich muss mal sagen, mir geht das eigentlich eher schon ein bisschen so auf den Sack, weil ich ständig nur davon was lese hier. Da sind nicht genug da zum Release und da werden wahrscheinlich nicht genug da sein und dann wird Bestellung wieder zurückgezogen. Und oh, das geht mir echt bis auf den Sack. Also ich hole mir die PS5 auch erst, wenn es ein Spiel gibt, das ich jetzt unbedingt haben müsste. Das wäre zum einen God of War. Oder halt, wenn sich die Annahme bestätigt, dass ein Remake in Arbeit ist von Metal Gear Solid 1. Das ist natürlich für mich dann auch ein Kaufgrund. Aber ansonsten habe ich das gar nicht so eigentlich mit der PS5. Ja, so. Wow! Wow! Come in, my dear, and rest your soul. You must be the big bad man my granddaddy been chatting about. Tell me things about you, you know, when he visits, and about the others who wait for you. Now, we all dead from long time, but you, I wouldn't want to be in your shoes. I got a message to come here. Can you hear them? Them calling your name, boy, must want you pretty bad, don't you think? Now you do old Auntie Pulea Turner, maybe she help you. Maybe she can give you a little juju after all of this. Give you some magic to give the lawman the stink eye. Look, this is all very, give me what? I think I got the wrong address. Give me these things, Tommy. The nasty, proud foo-foos. Been making my boys shake their heads. Now they told the policeman where me been stashing my powders. They think it drugs. Them stupid. Now be a good boy, Tommy, and go and get the powders for Auntie Poulet. Yeah, sure. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu sehr ins Mikrofon geschmatzt. Ich habe gerade so einen Bonbon, so einen Hustenbonbon. Ja, weil ich gerade ein bisschen leicht mit dem Hals habe. Ja, solche Halsbonbons extra stark. Ja. So. Ja. Murken werde ich nicht aufnehmen. Da mache ich was mit meinen Freunden und fahre ich eigentlich lang. Achso, hier kommen wir doch durch. Und ich schätze mal, Sonntag werde ich wahrscheinlich den ganzen Nachmittag und Abend aufnehmen.
Ja, ich würde schon gerne noch Vice City Fahr durchbekommen, bevor Andromeda eintrudelt bei mir. Ich freue mich einfach schon drauf. Ich tue ungern irgendwie was anfangen und dann, Moment mal, da geht schon los mit dem Hals. Hier könnte, glaube ich, ein Päckchen sein. Nein? Nein? Okay, dann halt nicht. Ja, ich bin jetzt nicht so, dass ich jetzt hier irgendwie Spiele nur anfange und ja, ich spiele die dann natürlich dann auch zu Ende. Wir müssen auf das Dach. Ich würde mich trotzdem mal kurz umschauen. Gibt es hier vielleicht noch ein Päckchen? Ah, nein. Hier war, glaube ich, irgendwo eins. Ich weiß bloß nicht mal wo. Ja, schauen wir mal hier nach. Ach, wir machen jetzt die Mission. Also, ich... Ja, wenn ich jetzt das suche, dann suche ich dann wieder das nächste. Dann so, ach, hier ist ja, glaube ich, auch nur eins. Und ja, ich kenne mich, ich verliere mich dann zu sehr hier drin. Ah, komm, wir gehen erstmal auf das Dach. Ich glaube, es sind auch kleine Cops hinter uns her. Ja, kurzer Kontrollblick. Okay, die Aufnahme läuft. Okay. Ja, ich wollte bloß erstmal kurz rundherum schauen. Don't move a muscle, chump! Ja. Okay, wir laden neu. Oh, das geht gerade wieder sehr gut los. Oh, ich wollte doch bloß vom Dach runterspringen. Warum macht denn da so eine Rolle? Warum? Da stand er bereits, da muss er doch nicht nochmal eine Rolle machen. Also, da war im Begriff zu stehen. Ah, es gucke an, jetzt ist so ein Eiswagen da. Aber wenn man mal einen braucht, dann findet man weit und breit keinen. Na, ich brauche mal ein ordentliches Auto. Ja, nehmen wir das hier. Ja, ein paar meiner Let's Plays, gerade von GTA, sind in einigen Ländern gesperrt. Vereinigte Staaten und so. Also aufgrund wegen Urheberrechts. Solange das jetzt nicht in Deutschland ist oder Österreich oder deutschsprachige Länder, ist mir das egal, das schneide ich dann auch nicht groß rum. Also ansonsten, das können wir jetzt wegdrücken. Aber ansonsten, wenn es jetzt irgendwie deutschsprachige Länder sind, da werde ich dann halt mit Hilfe des YouTube-Tools oder Studios die Musik einfach rausschneiden oder rausfiltern lassen halt. Deswegen klingt übrigens meine Sprache, also meine Stimme, genau meine Sprache, meine Stimme manchmal vielleicht etwas komisch und allgemein das Sound etwas komisch. Ja, ich finde es schon ganz gut, dass YouTube sowas zur Verfügung stellt. No one's been born in Florida since 1877, but I've been here for 5 years, which is a very long time. Yes, it is a very long time, almost as long as this show. Ladies and gentlemen, you're listening to Pressing Issues with me, geschafft. Maurice. Also, zack. Ja, wir gehen diesmal hier vorne rum. Ja, wir müssen, glaube ich, mehrere solche Päckchen einsammeln und dann, ja, wir haben es gesehen. Darf ich? Ah, fuck, ich glaube, ja, stimmt, das geht um Zeit, ja? Ja, steig bitte ein. Ich glaube, das sind 3 oder 4 solche Koffer. Ah, die. So, zack. Bitte, komm. Steig ein! Steig ein! Meine Fresse!
mich jetzt bald verhaftet. 4 Sterne? Es geht um Zeit und meine Karre, die macht Dinge, die sie nicht soll. Ja, das war mir jetzt schon so klar. Ich brauche ein neues Auto. Oh, sehr schön. Sag mal, hat's oder was? Komm, steig aus. You can't run, officer. Can you call my lawyer? His name's Rosenberg. Ah, fuck! Ich hab die Zeit ganz aus den Augen verlassen. Ah, verlassen, genau. Boah, fahre! Besteig doch mal ein! Boah, der hätte mich bald rausgezahlt. So, wir fahren jetzt erstmal. Boah, das gibt's noch. Steig aus, steig aus, steig aus, steig! Das gibt's nicht. Ey, weil das ewig nicht geschissen kriegt, auszusteigen. Ich könnte kotzen hier. Mann! Ey! Boah, ey, 20 Mal drücke ich die Aussteigtaste. Wo gibt's denn sowas, ey? Wir holen uns jetzt erstmal hier vorne die Weste. Mann, Stück Penno, lass dich nicht immer überfahren. Ey. Oh, hör auf hier hängen zu bleiben. Boah, lauf doch mal, Mann. Ja, scheiß auf deine Kondition, ey. Mann, du musst doch unter Adrenalin stehen hier so viel. Viel Kugeln hier und fliegen, ey. Ah, ich brauche eine Karre. Ah, komm, komm, komm. Steig ein, steig ein. Lass dich jetzt bloß nicht raus. Ey, willst du mich verarschen, du Penner? Ich bin gerade eingestiegen. Boah, das gibt's doch nicht. Ey, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Mann, ey. Diese dummen Spacken, die gehen mir so auf den Sack, Alter. Mann, warum bin ich denn da gleich verhaftet, ey? Ja, diesen Kack von vorne machen. Ey, es kann nicht wahr sein. Ja, komm, mach hin. Oh, sowas nervt mich schon wieder. So eine unfaire Scheiße hier aber auch. Oh, komm. Mensch, tu doch irgendeine Karre hier und nimm verfluchte Scheiße. Ja, ich bin gerade genervt wegen so einer Kacke hier, ey. Jetzt fahren wir erstmal dorthin, nehmen diese dumme Kackmission an, nur um dann wieder durch die halbe Stadt zu fahren und diesen dämlichen Kopf einzusammeln, ey. Mann! Oh! Ah, komm. Ja, komm. Ja, steig aus. Ich will bloß die Mission annehmen. Komm, komm. Ja, ja, ich hab's gesehen. Mann. Oh, ja. Ich kann denn die Mission nicht einfach starten, ey. Das ist so viel wertvolle Zeit, die einfach nur flöten geht. Ja, ich weiß, das sind ein paar Sekunden, aber trotzdem, das sind ein paar Sekunden zu viel für mich jetzt gerade momentan. Ja, komm. Meine Fresse, ey. Dabei hatte ich jetzt sonst eigentlich nie so Probleme mit dieser Mission gehabt. Vielleicht so beim ersten Mal durchspielen oder so, also bei den ersten Malen. Plural. Ja, komm. Hab keine Zeit. Oh ja, ich hab's doch gesehen. So, komm, zack. Mann! Ja, komm, nicht steig ein, Mensch! Da musst du erst mal warten! Warum? So, nach den hier fahren wir zu
Na, sag schon. Ah, zur Werkstatt. Ah, komm, komm, komm. Mensch! Oh, ey, es kann nicht wahr sein. Das, Mensch, warum? Ey, das kann nicht wahr sein. Jetzt bin ich wieder verhaftet. Ey, sag mal, will mich dieses Spiel verarschen oder was? Meine Fresse. Boah, mach Pause. Ey, das gibt's nicht. Sag mal, was ist denn hier los, Alter? Alter, ich guck grad auf die Uhr. Eine Viertelstunde spiele ich hier schon und ich hab noch nichts geschafft. Und ich könnte so kotzen, ey. Boah, das ist so nölig gerade schon wieder. Ah, komm, nimm die Karre. Ah, dieses... wenn ich eines hasse, ich weiß, ich wiederhole mich, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, aber wenn ich eines hasse, ist, wenn ich gewisse Dinge immer wieder von vorne machen muss. Zum Beispiel dieses Gefahren von A nach B, um die Mission abzuholen oder Mission anzunehmen und dann noch einmal wieder die dumme Kackstrecke hier. Von allen Dingen, warum wurde ich jetzt verhaftet? Der hat mich jetzt weder umgestoßen noch sonst was, zumindest ich habe es jetzt nicht gesehen, zugegebenerweise. Aber ich saß jetzt auch nicht irgendwie im Auto, dass da jetzt irgendwie jetzt an die Tür kommt, weil da wird man eigentlich am meisten verhaftet, sobald er einen rauszerrt oder so. Ja. Ach meine Güte. Ja, du haltst da. Ah, da ist das Rumgeschrei jetzt auch nicht gerade so gut vom Hals. Aber es nervt doch einfach bloß. Ja, und dabei habe ich am Anfang noch gesagt, ja, es wird sowieso keine großen Wege geben, aber es ist aber gerade echt eine Kacke. Komm, wir drehen auch gleich um, dass wir hier schön gleich losfahren können. Ja, ich weiß es. Ja, 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 komm. Ruhig dich. Oh, ja, komm, 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 komm. Mensch, steck ein. Das dauert mal immer so lange hier. Ey, sag mal, jetzt hört's aber auf, du dämliches kleines Kackvieh. Boah, jetzt reicht's aber, jetzt reicht's. Das kann nicht wahr sein, Alter. Mann. Ey, da, was ist denn hier los? Ey, sag mal, will mich das Spiel jetzt hier total verarschen oder was? Das ist doch zum Kotzen! Mann! Ey, das kann nicht wahr sein! Boah. Ganz ruhig, ganz ruhig. Das nervt mich gerade völlig. Ich bin heute jetzt eigentlich nicht irgendwie genervt oder sowas. Also jetzt mein Tag war soweit eigentlich ganz okay. Normalerweise sollte ich eigentlich gute Laune haben. Aber das Spiel, das treibt mich gerade echt in den Wahnsinn. Weil das auch eine Mission ist, die ich schon zigtausendmal geschafft habe, die auch nicht besonders schwer ist. Ey. Zumindest die hat seine Ansprüche. Also die ist schon etwas anspruchsvoll. Aber es ist jetzt nicht die schwerste Mission und das ist eine Mission, die ich eigentlich schon tausendmal geschafft habe, gefühlt. Also ich habe das Spiel schon locker über 10-mal durch. Und ich verstehe nicht, warum ich das jetzt nicht geschissen kriege. Von allen Dingen, dass die Bullen mir direkt an die Karre hängen hier und dann mich gleich verhaften, ey. Und dann auch noch so schnell. Wo gibt's denn sowas? Oh, das ist so ein Stuhl, ey. Das ist so ein Stuhl. Mann. Ich knall die Bullen jetzt ab. Das ist mir jetzt scheißegal. Mann. Oh, ja, da muss ich ausgerechnet jetzt natürlich hier so kommen und dann dort stehen bleiben. Wo ich hier gerade komme. Ansonsten sind die Straßen immer leer wie sonst was. So. Ich nehme jetzt hier. Ja, komm. Ja, ja. Ah, ja, komm. Komm, komm.
Einsteigen, einsteigen. Mach jetzt ja keinen Mist, ja. Boah, ich will's schnell machen. Ja, der Stamm, der bringt schon fast gar nichts hier. Also den ich jetzt hier einsammle. Ja, die Karre ist eh klein. Spätestens wenn ich hier den anderen Koffer einsammle. Das war ja schon hier. Ja, die Karre bringt jetzt. Oh, das ist war ja. Ey, sag mal. Jetzt steh auf, steh auf, steh auf. Oh, Alter, was ist denn hier los? Was ist hier los? Ey, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Mann, das ist eine Mission, die ich 10.000 Mal schon erledigt habe und jetzt krieg ich die ewig nicht geschissen, ey. Meine Fresse, warum macht das Spiel das mit mir, ey? Boah, das kotzt mich gerade so hart an. Ja, ich nehme jetzt schon 20 Minuten auf und ich krieg die dumme Mission nicht geschissen. Das kann nicht wahr sein, Alter. Ey, was soll denn das? Boah. Ey, das kann nicht wahr sein hier. Mann, und immer wieder dieses Hingegurkelturte, ey. Ich könnte es abkotzen, ey. Mann, ey, das geht mir richtig hart aufs Ei, ey. Oh. Ich will die Mission jetzt schaffen. Ich weiß, ich könnte jetzt auch eine andere Mission machen, aber nein, ich will die jetzt schaffen. Mann! Ja, steig doch mal aus, meine Güte, ey. Halbes Jahr braucht er erstmal, um auszusteigen. Oder um wieder einzusteigen, ey. Oder irgendwie sonst irgendwas zu machen. Ah, komm. Meine Fresse, ey, komm, ich will das jetzt schaffen, ey. Jetzt zieh den Finger. Mensch, oh. Dass dann auch die Ladesequenzen so lange dauern. Ja, komm, steig ein. Ah. Mann, das ist doch so nötig, ey. Ich kann die Strecke schon bald gar nicht mehr sehen. Ja, dann fick dich. Meine Fresse, ey. Aber wirklich, da fahren die einen an, da kann ich ja auch nichts dafür. Und man fliegt erstmal. Ja, komm, am Arsch. Man fliegt erstmal einen halben Kilometer weit, ey. Ja, bevor der mich hier rauszerrt. Penner. Ja, komm mal rein. Ich kann ja mal. Mann! Ey, sag mal, was soll denn das jetzt hier? Ey, was soll das? Was zur Hölle geht hier vor? Ey, sag mal, das geht um Zeit, ihr dummen Penner. Sag mal, habt ihr eine Macke oder was? Ey, sag mal, verfluchte Scheiße, jetzt reicht's mir aber hier mit euch dummen Kackbratzen. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ey, hallo? Ey, jetzt, ey, das kann doch nicht wahr sein. Boah. Alter, was soll denn das hier? Ja, 20 Sekunden noch. Ey, aber Mann, das kann doch nicht wahr sein, ey. Ich verstehe das nicht, warum diese Scheiße so ist, wie sie ist. Mann. Komm. Steig hier ein. Ey, sag mal, du dummes, kleines Stück Scheiße. Ey, das
geht mir echt gerade so richtig hart aufs Ei. Oh Mann, lauf doch mal! Mann, du dummer Penner! Ja, da ist schon wieder tot, ey, nur weil der aufhört zu rennen, ey. Mann! Oh, das ist so eine Scheiße hier, ey. Warum hört denn dieser dumme Spacker aber auch zu, auf zu rennen, ey? Was soll denn das? Mann! Kein Mensch würde dann einfach normal laufen, wenn überall die Bullen sind und die Kugeln um die Ohren fliegen, ey. Wo ist denn da bitte schön die Logik? Ja, du hast hier keinen Grund, dich zu strecken, du dummer Penner. Du hast zu machen, was ich schon sage. Ey, das fuckt mich gerade richtig ab. Oh. Alter. Ey, sag mal, geht mal alle aus dem Weg hier, ey. Ich vergesse mich schon gleich, ganz ehrlich. Boah, das ist so eine nölige Kacke hier. Fahrt doch mal hin, ey. Mann. Ey, sag mal. Ja, kommt aussteigen. Mann. ...26 Minuten nehme ich auf. Ey, wenn ich die Zeit sehe, könnte ich einfach nur kotzen. In dieser Zeit hätte ich schon mindestens 3 oder 4 Missionen schaffen können, ey. Oh, ich könnte einfach nur kotzen. Ja, komm. Mensch, ja, das seid ihr hoch. Verflucht nochmal. Also ich hab echt gerade keine Geduld mehr, weil mich das einfach nur abfuckt. Das sind Dinge, die ich schon 1000 Mal gemacht hab. Also geschafft hab. Und dass ich immer wieder gezwungen bin, diese ganze Strecke erst hierher zu fahren, die Mission anzunehmen, erstmal wieder hierher fahren, das erste Päckchen annehmen, bevor das erstmal richtig losgeht. So, den Stern nehmen wir mit. Ich weiß nicht, ob die Zeit reicht, die Karre umzusprühen. War das rechts, links? Ah, das war diese Seite. Die Zeit reicht hinten und vorne nicht. Komm. So, wir müssen die Karre jetzt so schnell wie möglich umsprühen. Ja, ich hätte eigentlich auch gleich zum Ziel fahren können. Ey, macht keine Scheiße. Ich gehe mir echt gerade so richtig auf die Nuss. Oh, aussteigen! Alter, ey, das ist so unnormal. Das ist so unnormal. Ich hab's nicht mal geschafft, in diese dumme Garage reinzukommen. Und die fahren mich jetzt mal um, diese Penner, ey! Ey, das kann nicht wahr sein. Ich komme kein Millimeter weit. Ey, was soll denn das? Also kein Millimeter komme ich weit mit der Karre, weil ich mir alles dann gleich zu ballern müssen hier. Oh, beweg dich. Ey, nimm deine verfuckten dummen Beine in die Hand, ey.
Boah, das ist so eine Grütze, ja. Ich versuche jetzt irgendwie zum Versteck durchzukommen. Und der Dude wird aufhören zu rennen. Ey, meine Güte, Mensch, muss denn das sein? Beweg doch mal deinen verkackten Hintern, ey. Mann, das ist nicht wahr. Bewege dich, bewege dich. Ey, du bist gleich. Beweg dich doch jetzt mal. Oh, das, ey, das kann echt nicht sein. Warum bewegt er sich nicht, wenn er sich einfach mal bewegen soll? Ey, komm, komm. Mach jetzt, ja. Kein Mist. Boah, gerade so geschafft, ey. Boah. Alter, eine halbe Stunde habe ich jetzt hier gebraucht. Ey, das ist... Ey, das ist warum ist denn das so kackenschwer? Also, ich kann mich jetzt nicht besinnen, dass ich jetzt wirklich so Probleme sonst mit dieser Mission gehabt habe. Ey, aber das war doch jetzt gerade... Die größte Grütze überhaupt.